Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und nachdem wir uns die Bäuche mit Süßigkeiten von Halloween vollgeschlagen haben, gibt es nichts Besseres, als sich gemütlich auf dem Sofa niederzulassen und zu schauen, was Amazon und Co. für uns wieder bereitgestellt haben. Langeweile ist sicher nicht angesagt, egal ob Neues von den Machern von Dark, die Geschichte eines Mars Rovers oder neue Geschichten aus Zootopia. Wie immer ist für jeden etwas dabei. In diesem Video gibt es unsere persönlichen Empfehlungen. Wer über wirklich alle Neustarts informiert sein will, der schaut am besten auch noch in unseren Streaming-Kalender auf unserer Website kinocheck.de. Dort gibt es einen Überblick über alle Anbieter mit weiteren Infos und Trailern. Aber genug geredet, ab zu den Highlights. Gerade war erst das große Staffelfinale von House of the Dragon, schon geht eine weitere Drachenserie in die nächste Runde. Etwas weniger düster als das Game of Thrones Prequel, dafür um einiges magischer. Die Rede ist natürlich von der Animationsserie Der Prinz der Drachen auf Netflix. 3 Jahre ist es her, dass die letzte Staffel erschienen ist und in der 4. Staffel soll sich nun alles um den neuen Bösewicht Alavaros drehen. Dieser ist, wie wir durch das Finale der 3. Staffel wissen, nicht gestorben, sondern hat sich verpuppt und wird in der neuen Staffel neu auferstehen. Außerdem wird der brüchige Frieden zwischen den magischen und nicht magischen Wesen behandelt. Zwar scheint die neue Freundschaft stabil zu sein, jedoch gibt es immer noch Vorurteile unter den Völkern. Weiterhin bleibt noch abzuwarten, welchen Weg Claudia und ihr von den Toten zurückgekehrter Vater einschlagen werden. Die neue Staffel soll ab dem 3. November wie gewohnt auf Netflix erscheinen. Ein wirkliches Liebesdrama erwartet uns im November mit Der Liebhaber meines Mannes. Dort geht es um die 3 Menschen, Marion, Patrick und Tom, gespielt von Harry Styles. Tom ist Polizist in den 1950ern in London und entdeckt früh, dass er homosexuell ist. Doch um nicht aufzufliegen, entscheidet er sich dazu, die junge Lehrerin Marion zu heiraten. Liebe empfindet er jedoch nur für den jungen Museumskurator Patrick. Um ihm nahe zu sein, verbringen die 3 viel Zeit miteinander, bis sie jedoch getrennt werden. Erst 40 Jahre später, in den 1990ern, treffen sich die 3 wieder und noch immer scheinen die Wunden aus vergangener Zeit nicht geheilt zu sein. Der Film basiert auf dem Buch von Bethan Roberts und ist ab dem 4. November auf Amazon Prime Video zu sehen. 2020 erschien mit Enola Holmes der erste Film rund um die jüngere Schwester der berühmten Brüder Sherlock und Mycroft Holmes auf Netflix. 2 Jahre später schlüpft Stranger Things-Star Millie Bobby Brown wieder in die Rolle der jüngeren Nachwuchsdetektivin. Im 2. Teil eröffnet Enola ein Detektivbüro in London. Doch die meisten Menschen suchen eher die Hilfe ihres Bruders Sherlock und so scheint ihre Karriere beendet zu sein, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat. Kurz bevor sie aufgeben will, sucht ein junges Mädchen sie jedoch auf und bittet um Hilfe, ihre verschwundene Schwester zu finden. Mitten in den Ermittlungen trifft Enola wieder auf ihren Bruder, der einen eigenen Fall untersucht. Wie die beiden Fälle miteinander verbunden sind und ob die junge Detektivin Erfolg hat, erfahrt ihr ab dem 4.11. auf Netflix. In der realen Welt musste das englische Königshaus und auch die gesamte Welt einen schweren Schlag hinnehmen, als die englische Königin Elizabeth II. Im September verstarb. In der Netflix-Serie The Crown wird ihr Leben unlängst verfilmt und im November kommt die 5. Staffel zu uns nach Hause. Diese wird sich mit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts befassen, welche bekannterweise nicht leicht für die Royals waren. Neben den Scheidungen ihrer Kinder wird wohl vor allem das Leben von Charles und Lady Diana im Mittelpunkt stehen. Zu sehen ist die 5. Staffel ab dem 9. November auf Netflix und sie ist sicher einer der besten Titel in diesem Monat. Der Film Zootopia aus dem Jahr 2016 war ein wirklicher Erfolg und unlängst forderten die Fans eine Fortsetzung. Bisher ist nichts bestätigt, doch jetzt bekommen wir immerhin eine Miniserie aus der Tierwelt. In der Kurzfilmserie Zootopia Plus werden wir wieder in die rasante Tiermetropole geführt und bekommen Neues aus dem Leben von Frufru, Officer Clawhauser und natürlich Fanliebling Flash zu sehen. Die Serie startet ab dem 9. November auf Disney Plus und ist für uns eines der absoluten Highlights im November. Dark gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Serien überhaupt. Nun kommt von den Machern mit 1899 eine neue Mystery-Serie auf Netflix, die wieder Großes verspricht. Ein Auswandererschiff ist auf dem Weg von Europa nach New York. Wie viele Menschen in dieser Zeit erhoffen sie sich ein besseres Leben in Amerika. Mitten auf dem Atlantik treffen sie auf ein weiteres Schiff, das schon seit Monaten als vermisst gilt. Bei der Bergung des Schiffes und der Suche nach Überlebenden kommt es jedoch zu immer mehr merkwürdigen Zwischenfällen und plötzlich entpuppt sich die Fahrt in ein neues Leben zum Albtraum für alle an Bord. Die 8-teilige Serie erscheint am 17. November auf Netflix und ist sicher einer der heißesten Titel aktuell.
Es ist zwar noch ein wenig hin bis Weihnachten, das sollte aber kein Grund sein, sich nicht mit dem einen oder anderen Film einzustimmen. Dieses Jahr hat sich Disney hierfür etwas Besonderes einfallen lassen und Tim Allen wieder in die Rolle des Santa zurückgebracht. In Santa Claus, die Serie, wird Weihnachten immer unbeliebter bei den Menschen und so schwindet auch nach und nach der Weihnachtszauber. Für Scott Calvin ist es ein schweres Stück Arbeit, für seine Familie da zu sein und gleichzeitig den Job als Weihnachtsmann auszuführen. Also macht er sich auf die Suche nach einem Nachfolger, um in den verdienten Ruhestand zu gehen und endlich der Familienvater zu sein, der er schon immer sein wollte. Wie er das schafft und ob der Weihnachtszauber wieder erneuert werden kann, erfahrt ihr ab dem 16. November auf Disney+. Eine wirklich ergreifende Dokumentation erwartet uns ebenfalls im November. In dem Film Goodnight Oppie wird uns die Geschichte des Mars Rovers Opportunity erzählt. Dieser wurde für eine 90-tägige Mission auf den Mars geschickt und überlebte schließlich 15 Jahre. In der Doku wird dabei auch auf die Emotionen eingegangen, welche die Mitarbeiter über die lange Zeit für den kleinen Roboter entwickelt haben. Es erwarten uns exklusive Bilder und Interviews mit Mitarbeitern sowie ein wirklich interessanter Teil der Raumfahrtgeschichte. Erscheinen wird der Film am 23. November auf Amazon Prime Video. Die meisten bringen George Lucas mit Filmreihen wie Indiana Jones und Star Wars in Verbindung. Doch 1988 brachte der Star-Produzent auch das Fantasy-Abenteuer Willow in die Kinos. Über 30 Jahre später bekommt der Film nun eine Sequel-Serie. Dort muss der Magier Nelvin eine Gruppe von Helden auf eine Rettungsmission durch eine Welt fernab von ihrer Vorstellungskraft führen. In die Rolle des nun alten Zauberers wird wie 1988 wieder der Schauspieler Warwick Davis schlüpfen. Wir sind gespannt auf die neue Fantasy-Serie, welche ab dem 30. November auf Disney+ zu sehen ist. Ob Dating-Apps oder Spielzeuge, um das Liebesleben etwas interessanter zu machen, sind den Bedürfnissen im 21. Jahrhundert keine Grenzen mehr gesetzt. So geht es auch Dennis, Nele, Zoe und Ben in der neuen Serie Love Addicts. Alle vier schaffen es jedoch nicht, gesunde, emotionale Beziehungen einzugehen. So finden sie sich in einer Selbsthilfegruppe wieder, um über ihre Probleme zu sprechen. Am Ende stellen sie sich jedoch die eine große Frage: Wieso ist das mit der Liebe eigentlich so schwer? Wie ihr Liebesleben aussieht und ob es für sie ein Happy End gibt, erfahrt ihr ab dem 30. November auf Amazon Prime Video. Und das waren sie, unsere Streaming-Highlights im November. Auf welchen Film oder welche Serie freut ihr euch am meisten? Gibt es etwas, was wir nicht mit in unsere Liste genommen haben, ihr euch aber trotzdem unbedingt anschauen wollt? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Außerdem könnt ihr den Link in der Videobeschreibung aufrufen, um zu unserem exklusiven Kalender zu kommen. Dort und auf kinocheck.de erfahrt ihr zu jedem großen Anbieter, wo ihr Filme wie zum Beispiel die Ip Man-Reihe, Joker und Split sehen könnt. Wir wünschen fröhliches Streamen.